gelb und blau statt zweimal grün. Zum 1. Januar wird das Abholsystem für Verpackungsabfälle aus Glas und Kunststoff im Enzkreis umgestellt. Statt zwei grüner Tonnen gibt es dann eine gelbe, eine blaue und eine grüne Tonne. Das Landratsamt hat die Modalitäten der Umstellung am Dienstagmittag im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Das System soll bis Ende des Jahres umgestellt sein, was die Auslieferung von insgesamt 120.000 Behältern betrifft. In der Erstausstattung brauchen sich die Haushalte um nichts kümmern. Wir werden die Tonnen verteilen. Wir starten ab dem 8. November mit der Verteilung in Oetesheim und Illingen. Und somit werden wir dann sukzessive die anderen Ortschaften auch ausstatten. Die Haushalte brauchen sich da um nichts kümmern. Alle sogenannten Leichtverpackungen wie Folien, Dosen oder Plastikbecher wandern in die gelbe Tonne. Altglas wird in einer zusätzlichen blauen Tonne oder in einer Box gesammelt. Papier, Pappe und Kartonagen sollen künftig in einer grünen Papiertonne gesammelt werden. Die bisherige grüne Tonne rund benötigt der Bürger dann nicht mehr und wird vom Entsorgungsunternehmen eingesammelt. Die Rundtonnen, die die Bürger dann ab dem 1.1. nicht mehr verwenden, die werden wir ab der zweiten Kalenderwoche im Jahr 2022 einsammeln und würden den Bürger dann bitten, dass diese entsprechend bereitgestellt werden. Über die Presse und über andere Medien werden wir informieren, ab wann wir und wo wir starten. Reicht die blaue 36-Liter-Box oder sollen es zwei sein oder gleich ein Rollcontainer? Wer entscheidet, wer welche Behältergröße erhält? Die haben wir gemeinsam mit dem Enzkreis und dem dualen System getroffen. Wir haben einen Verteilschlüssel aufgestellt, nachdem jeder Bürger und jeder Haushalt erstmal optimal mit der Tonne ausgestattet sind, sodass wir zum Systemstart am 1.1. entsprechend an jedem Haushalt im Enzkreis auch ein Gefäß stehen haben. Die knapp 120.000 Haushalte im Enzkreis müssen sich umstellen. Mehr Informationen, auch zur Mülltrennung, sollen im neuen Abfuhrkalender 2022 stehen.